Die Veranstaltung heute Abend ist zu Ende. Ich bin jetzt mit einem der Hauptkämpfer hier, Edi. Schöner Kampf gewesen, aber hätte länger sein können, ja, nach deinem Gefühl, ne? Genau, wie gesagt, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Der Gegner ist jetzt sozusagen ein schwerer Gegner, weil wir wussten ja vorher, dass der volle Schwinger und Schlägerei machen möchte. Mhm. Und ich sollte eigentlich in meiner Linie bleiben, dann habe ich Versuche zu machen, aber wie gesagt, der Kampf ist jetzt um dritte Runde so abgebrochen wegen TKO. Irgendwie war der verletzt um seine Hand, aber ein bisschen schade, aber genau, wie gesagt, habe ich versucht, einfach meinen Job zu machen. Hast du denn auch, also sag mal, wenn jemand wie ich, der jetzt als Zuschauer sitzt, man sieht, man meint ja immer alles zu sehen, aber wenn man ein Kämpfer ist, hat man ja nochmal eine andere Sicht auf dieser. Konntest du sehen, dass die rechte Hand bei ihm irgendwie lädiert ist? Weil teilweise kommt man so in der dritten Hand so, du Ferkel, hast nämlich auch noch auf die Hand mal teilweise draufgehauen. Ja, ja, okay, die Sache steht jetzt nicht im Plan oder so, aber ist zwischenmal so passiert. Das heißt, er hat sein Dekum so immer so schief, so die Hände war schief und habe ich zwischendurch so seine Hände so getroffen. Aber von mir aus war nicht so hart, dass der jetzt so schnell verletzt geht. Aber ich könnte auch nichts anderes dafür. Alles gut. Also, dass du einen Kampf siegreich gestaltet, also dass man das dir vorwerfen könnte, wäre auch komisch. Aber gut, war jetzt der zweite Kampf. Steht schon der dritte in den Stadien. Kannst du da was verraten? Genau, richtig. Heute war jetzt mein zweiter Profikampf. Und am 18.11. haben wir noch eine Veranstaltung Düsseldorf Classic Remis. Und da werde ich meinen dritten Profikampf so geben. Und ich freue mich auch drauf, weil bis dann werden wir so einen starken Gegner holen. Und bis dann habe ich auch Zeit, einen guten Vorbereitung zu machen, damit er so besser was liefern kann oder so im Boxshow. Gut. Für eine Verletzung, da kann man nichts, aber bis jetzt sah ja deine Leistung sehr solide aus. Was sind so jetzt so die nächsten greifbaren Ziele? Peilt man eine deutsche Meisterschaft an oder bist du jetzt jemand schon, der direkt zu den Sternen greifen will und direkt Weltmeisterschaft sagt? Genau, vor diesem Kampf stehe ich auf Nummer 144. auf Weltrangliste beim Schwergewichten. Und mit meinem Kampf heute, als ich gewonnen habe, ich gehe davon aus, dass nächste Woche, dass ich so ein bisschen höher auf die Rangliste gehe. Aber mein Ziel dieses Jahr ist jetzt auf die Top 100 reinzukommen. Mhm. Und das heißt, mit der Classic Remis mein Kampf da, wenn ich jetzt nur gewinne, wenn ich 100% auf Top 100 reinkomme. Mhm. Und so ist jetzt mein erstes Ziel, mein erster Schritt. Und ab nächstes Jahr können wir jetzt nochmal gucken, wie weitergeht. Mhm. Also, dann können wir nochmal weiter planen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und bin gespannt, wie dein Kampf im November ist. Und wenn ich Zeit habe, komme ich auch vorbei. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de